Dann kam die erste Geschichte mit der Akropolis Rallye 1980, die also wirklich voll eingeschlagen hat. Dann kam die Himalaya Rallye. Da gibt es also die legendäre Geschichte, dass am Ende die Indira Gandhi, damals die Präsidentin von Indien, die Siegerehrung gemacht hat. Da habe ich zum Rudi gesagt, dann erstens einmal haben wir also zusammen gesammelt, ein Gewand für den Rudi, weil der Rudi hatte Jeans und Lederleiberl. Rudi war das erste Mal Fünfter bei der Himalaya Rallye. Und ich habe zu ihm gesagt, sage ich im Hotel, sage ich, was ziehst du an? Er sagt, ne, ich habe mein Jeans und mein Lederleiberl, weil ich habe nur Lederleiberl mit. Ne? Sage ich, Rudi, so kannst du nicht zu einer Siegerehrung gehen. Dann haben wir von seinem ehemaligen Beifahrer, vom Reinhard Kaufmann, haben wir die Hosen organisiert, die hat ihm passt, weil der war auch so schmal gewachsen. Von mir hat er das Sakko gekriegt. Ich habe damals um viele Kilos weniger gehabt als heute. Also mein Sakko hat ihm gepasst und mein Hemd auch. Das haben wir nur hinten ein bisschen enger gemacht, damit ich schön sitze. Krawatten hat er dazu gekriegt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Rudi, pass auf, wenn du bei der Siegerehrung bist, warte mal ab, halt nicht die Hand hin, sondern warte, wenn sie zu dir kommt. Und wenn sie dir dann die Hand reicht, dann nimm sie vorsichtig und deute einen Handkuss an. Rudi hat mir auch gesagt, was soll ich? Sag ich, das gehört so. Sag ich, schau, zeigt er das. Und so. So, aber nicht drauf, sondern nur so andeuten. Rudi hat sich das angeschaut, war sehr skeptisch. Aber es gibt heute noch das berühmte Foto, Handkussfoto, Rudi Stoll, Indira Gandhi und das war der Schluss von dem Film. Der Sieg ist mir zusammengebrochen, wenn du im Sport am Montag die Indira Gandhi hast.